Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Gameplay von Rainbow Six Siege. Ich muss mal eben das Team begrüßen. Hey Team. Hey Team. So, ich weiß auch nicht. Anscheinend hat er gerade mein Voice-Ding ist deaktiviert. Mein Deutsch ist spot on. Und unser Teammate lief einfach das Spiel. Das ist natürlich, das freut mich. Ja, aber gut, ein bisschen schonend ist immer. Ich hoffe, der kommt gleich wieder. Vielleicht ein kleiner Connection-Error, das hoffe ich zumindest. Denn Hurensöhne, die einfach liefen, das kann ich nicht ab. Ja gut, Map ist Yacht, haben wir auch schon etwas länger nicht mehr gespielt. Deswegen ist es auch eine nice Sache, dass wir die jetzt spielen. Wir spielen übrigens, wie im letzten Gameplay schon, it's downstairs, I think. Wieso bewegen die sich nicht? Wir spielen übrigens eine neue Operatorin, wie im letzten Gameplay gesagt, und zwar Hibana. Die hat so eine Special-Fähigkeit, die hoffe ich, kann ich euch gleich einfach zeigen. Das ist essentiell dasselbe, was Thermite auch kann, nur dass man die, nur dass wir uns entscheiden können, ob wir nur ein Schussloch machen wollen oder ob wir die ganze Wand aufbreachen. Also ist am besten, ich zeige euch das gleich, wenn ich es denn schaffe. Mann, heute ist meine Nase, oder beziehungsweise meine Nase ist nicht richtig zu, aber so ein bisschen verschnupft, sage ich jetzt mal, alles ein bisschen zu, sage ich mal, irgendwie Commentary und so. Ich muss recht oft Luft holen, das nervt mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ach, aber naja, ein bisschen schonend ist immer, ich meine, eisig draußen, beziehungsweise, so kalt ist es eigentlich gar nicht draußen, aber es passt zur Map, von daher alles gut. Und ja, wie hat dieses Team nun vorzugehen? Wollen wir da rein? Wir wollen da rein. Okay, dann lass uns mal da reingehen und Montagne geht vor, wie es sich für Montagne entspricht. Ist die Kamera kaputt? Wo war die Kamera nochmal? Die war doch eigentlich hier in der Ecke. Die sollte mich... Ja, der sicher. Boah, ist sie gut geplant. Respekt. Wir folgen mal Montagne, denn ich denke, das ist eine gute... Naja, gute Idee. Gute Idee. Einfach runter. Scheiß drauf, ob die anderen Leute dich uns sehen. So, ich weiß, dass... Und tot ist er. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass Guevara roamt. Dementsprechend können wir ein bisschen was dagegen tun. Aber ich bin mir gerade... Oh, sehr schön. Ach du Scheiße, wer hat das denn gemacht? Pulse 50 HP. Wir wissen nicht, wie er das gemacht hat. Ich bin jetzt leider gestorben. Dementsprechend kann ich euch nicht zeigen, wie die Special-Fähigkeit von Hibana funktioniert. Ich möchte jetzt auch nicht jede Runde wie ein kranker Hibana picken. Das kannst du komplett vergessen. Was ist denn mit diesem Team los? Ich habe gerade schon mal ein Spiel gespielt und irgendwie... Habt ihr ja gerade gesehen, der wurde einfach von hinten gekillt und hat es einfach nicht bemerkt. Das ist... Habe ich ein Stück weit Respekt vor, weil da muss man sich schon ordentlich zusammenreißen, beziehungsweise nicht zusammenreißen, dass man das einfach übersieht. Aber gut, mal sehen, ob das Blackbeard hier reißen kann. Sehr schöner Schuss, das war ein sehr gutes Aiming. Nice Aiming. Ja, das war also wirklich nice Aiming. Guter Schuss kriegen wir jetzt auch hier nochmal in der Wiederholung zu sehen. Und dementsprechend müssen wir dann auch defenden. Ich würde vorschlagen, weil ich denke, es macht Sinn, wir werden Bandit nehmen. Bandit, das macht... Wait, das ist einfach eine geile Sache. Also, der hat ja Tripwire. Oder, wisst ihr was? Habe ich das nicht schon letztes Mal gesagt im Gameplay? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ja, ist ja auch theoretisch egal, ob ich das letztes Mal... Ich kann nicht mehr reden, Leute. Letztes Mal schon gesagt habe oder nicht. Aber Tripwire wird viel zu oft unterschätzt. Erst recht, das in Kombination mit eben einem Bandit-Stromteil. Das ist wirklich eine verdammt geile Sache, wenn man wirklich quasi einem Gegner sagen kann, ich sag jetzt mal optisch sagen kann, yo, hier darfst du nicht rein, denn wenn du hier reingehst, wirst du entweder verlangsamt oder, falls da eben so eine Autobatterie dran hängt, du wirst Schaden nehmen. Das ist wirklich eine super Sache, die ich jetzt aber, glaube ich, nicht an die, sage ich jetzt mal, Tripwires machen werde, die ich jetzt da hinten geblendet habe, denn das macht keinen Sinn. Ich denke, dass der Gegner da, der wird die Tür einschlagen, der wird sehen, yo, da ist was, das fügt mir Schaden zu und ja, dann wird das einfach nicht, beziehungsweise nicht in Empfang nehmen. Ich werde keinen Schaden ausrichten, weil die Dinger schon kaputt gemacht werden. Hier können wir drüber diskutieren, aber nichts. Aber ich mache hier ehrlich gesagt lieber hier zu, denn ich möchte nicht, dass dieser Raum beziehungsweise die Eintrittsfläche vergrößert wird. Oh,
Ich habe da gerade so ein Geräusch gehört. Habe ich gerade irgendwas kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Falls ja, das tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Wir schauen mal hier. Wir machen mal uns ein kleines Löchskin. Ich sehe nichts. Viel zu hell draußen. Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach auf diese Tür sehen. Aber das tue ich halt nicht, weil es viel zu hell ist. Ich werde dann nochmal hier zu machen. Sehr guter Schuss. Ich wollte gerade sagen, ich würde spontan behaupten, die werden versuchen, auf A zu gehen, also Bombe A, denn das ist einfach sehr viel einfacher. Haben wir überhaupt? Nein, kein Teammate ist auf A. Ich könnte jetzt reingehen. Ich könnte es auch lassen. Ist ein bisschen unsicher, was wir hier machen. Will ich reingehen? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann sterbe, ist ein bisschen höher, weil da waren eben welche. Ja, jetzt haben wir ein großes Problem. Rein oder nicht rein? Na. Da ist mindestens noch einer. Stairs, maybe. Ah, nice. Da ist noch einer. Mindestens einer. Mann, Mann, Mann. Ich habe immer noch ein bisschen Schiss von hinten, weil da könnte eben jemand herkommen und dann haben wir echt ein großes Problem. Aber ich hätte echt gedacht, die würden versuchen auf A zu gehen. Also ich würde A nehmen, weil A ist ein sehr viel einfacherer Ort, um da hinzukommen mit dem Diffuser. Meiner Meinung nach. Oh, ich wünschte, ich könnte das jetzt hier aufschießen. Kann ich, aber das, ne. Das wäre zu offensichtlich. Ah, Ash hat schon aufgemacht, kein Ding. Ich mach mal was. Ach, Scheiße! So, Verzeihung, da habe ich ein bisschen geschrien, aber das fand ich ärgerlich. Ash is coming. Kacke, da habe ich nämlich auf eben Blackbeard geschossen, der ist dann auch gestorben, aber nicht durch meine Hand und dementsprechend sind alle Kugeln quasi, ich sag mal, verloren gegangen und Ash, ja, hat mich dann abgeschossen. Das war doof, aber hey, das läuft ganz gut, auch wenn es 4 gegen 5 steht. Finde ich immer noch scheiße, dass derjenige gelieft ist, also erste Runde. Ach, das ist doch kacke. Aber trotzdem werde ich jetzt nochmal Hibana nehmen, ein einziges Mal noch, denn ich denke wirklich, dass wir zum Beispiel mit einer Blackbeard-Kombo da wirklich was ausrichten können. Denn, wie gesagt, ich würde es euch so gerne zeigen. Deswegen werden wir jetzt mal wirklich unseren Arsch bewegen und nicht sterben. Und um jetzt mal diese Preparation Phase zu benutzen. Heute ist der 14.12. und morgen kommt Star Wars Rogue One raus. Und wer sich noch erinnern kann, ich hieß ja mal Star Wars Fan 1. Und um es mal so zu sagen, ich bin Star Wars Fan, ich bin großer Star Wars Fan. Und dementsprechend schaue ich mir den Film heute, beziehungsweise morgen, um Punkt 0:01 an. Also sprich halt, das ist der erste Kinotermin. Und ja, das wird geil. Problem ist aber, ich habe da ein bisschen was verplant. Das heißt, ich schreibe morgen eine Klausur. Das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich, ich dachte, das wäre von Donnerstag auf Freitag, wo wir da den Film gucken. Aber es war von Mittwoch auf Donnerstag. Und dementsprechend darf ich mich morgen drauf freuen, eine Klausur zu schreiben, währenddessen ich halb am Sterben bin. Denn, tja, 6.50 Uhr oder so ist aufstehen und wir kommen 3 Uhr oder so aus dem Kino wieder. Das wird geil. We won't plant the diffuser, what's the plan? Ja, was ist der Plan? Wieso bin ich eigentlich hier gespawnt? Ich würde spontan behaupten, wir versuchen ranzugehen, versuchen Leute zu killen und dann den Diffuser zu planten. Sollte ich eigentlich in den Chat sagen, aber bevor ich das mache, muss ja hier ein bisschen Commentary machen, würde ich spontan behaupten, wir schließen mit dem Team auf, denn die Waffen von Hibana, ihr seht das unten rechts, 21 Schuss, das ist nicht das meiste. Die macht moderat viel Schaden. Das ist keine Blackbeard-Waffe, die wirklich ordentlich Wumms hat, aber es ist auch keine wirklich schwache Waffe. Und ja, wir werden mal ein bisschen dementsprechend mit dem Team zusammenbleiben. Die Frage ist, was hat das Team vor? Ja, ich gehe mal spontan zum Diffuser, denn ich kann natürlich jetzt machen, was ich will, aber der Diffuser-Mensch hat am Ende aller Tage das Sagen. Fuck,
Was hat er vor? The diffuser is no longer in your possession. Wo wurde er geholt? Von oben. Ist sie upstairs? Yes. Ja, scheiße. One is upstairs. Dann werden wir versuchen, den oben zu holen, auch wenn es jetzt Sinn macht, den Diffuser zu holen, aber der wird wahrscheinlich auch... Der wird ja wissen, dass er da ist. Deswegen werden wir von oben versuchen, den erstmal zu holen, denn ohne Diffuser geht eh nichts. Egal, ob wir planten wollen oder nicht. Bevor wir das aber machen, Drohne rein, denn man sollte einfach immer seine Drohne benutzen, bevor man auf die Fresse bekommt. Da ist er. Das ist das Fenster hier, wo wir hin wollen, beziehungsweise sind. Ah, der ist in der Drohne! Motherfucker. Kacke, Alter. 30 Sekunden, wir können jetzt hier nicht großartig noch rumpimmeln. Deswegen werden wir jetzt noch den Diffuser benutzen. Runter da. Aufmachen. Zur Ablenkung. Gute Ablenkung. Rein hier. Nein, Scheiße! Ich musste nur noch F drücken. Fucking hell, I'm so sorry. Ach, Scheiße, Leute. You have plans. Yeah, I know. I was just about pressing F and then time was up. I'm so sorry. Oh, Scheiße. Was okay. Oh, das tut mir jetzt echt leid. Das war echt das... Oh, Leute. Kacke. Das tut mir jetzt wirklich ernsthaft leid. Ich habe die wirklich ordentlich weggehauen und dann so eine Scheiße. Das tut mir jetzt wirklich von ganzem Herzen leid. Das war so gutes Gameplay, sage ich jetzt mal. Und dann haue ich die Scheiße noch richtig krank in den Arsch. Oh, so eine Scheiße. Ey, das pisst mich jetzt an, Alter. Das pisst mich jetzt an. Ja, und damit auch sorry, dass ich jetzt voll ins Mikro gebrüllt habe, aber boah, meine Güte, ich muss wirklich sagen, das hat mich gerade angepisst, also das war wirklich, Gunplay war super, hab die Gegner echt gut überrumpelt und dann kommt so eine Scheiße von mir. Ey, das war wirklich, ich wollte gerade F drücken, Alter, och man. Nämlich, um das mal so zu sagen, ich weiß, das Planten dauert ein paar ein paar Sekunden, aber plantet man eben, so wird dieser Counter unterbrochen und solange man plantet, kann das Spiel weiterlaufen. Und das habe ich eben verkackt, was mir wirklich extrem leid tut. Boah, ich könnte mich so beißen. Aber was passiert ist, ist passiert. Ach, das ist jetzt echt unbefriedigend, um es auf den Punkt zu bringen. Ja. Ja, ist schade, aber das Gegnerteam scheint wirklich nicht sehr gut zu sein. Also, wir sind ja eigentlich in der Unterzahl. Die sollten uns eigentlich recht gut bashen, tun sie aber eben nicht. Das verwundert mich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen, denn wir sind eben in der Unterzahl. Das darf man in diesem Spiel nicht unterschätzen. Die haben jetzt eben, egal was sie haben, einen Operator mehr als wir, der eben ein bisschen Schmoren machen kann. Komm, wir planten es hier. Und, tja. Eigentlich hätten die den Vorteil, aber anscheinend ist dem nicht so. Was nicht schlimm ist, da ist immerhin das Match dann ein bisschen ausgeglichen, denn wäre jetzt der Fünfte noch dabei, könnte ich mir vorstellen, dass das hier so ein Gameplay wäre, wo wir einfach die Gegner überrumpeln und all sowas. Das ist nicht schlecht, aber ne, ich hab's dann lieber so, wo dann wirklich ein bisschen Spannung drin ist. Na, wo sind sie? Ich höre sie überall auf den Kameras. Habe ich schon gesagt, dass mich gerade das richtig krank anpisste. Ich hab so... Oh, ihr habt's gesehen, Leute. Ihr habt den Schrei gehört. Das hat mich angepisst. Tja, die evaden die Kameras, beziehungsweise sind... Ich höre was? Die wollen nicht so, ne? Oh. Kapital ist somewhere here. Und dann würde ich sagen, das ist jetzt schlecht.
Das ist jetzt noch schlechter. Das ist jetzt gefährlich hier. Das ist eine scheiß Position. Na, wir müssen sie auf Abstand halten. Ja, klar! Wieso konnte ich die nicht abschießen, ein Stück Scheiße? Ach, Leute. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Und tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen aggressiver bin, aber das hat mich jetzt... Ja, ja, ist klar. Das hat mich jetzt gerade hier ein bisschen getriggert, dass ich das so krank verkackt habe. Ah. So eine verkackte Scheiße, ne? Das kann es nicht geben, aber... Ja, mein Team spielt wirklich sehr gut. Also hier zum Beispiel der Wusp, der hat 8 Kills, einen Tod. Das ist wirklich eine sehr gute KD. Der hat es auch drauf, so wie es aussieht. Ich hoffe auch, dass sie jetzt hier die Runde noch gewinnen, damit wir in die finale Runde gehen. Na. Das ist jetzt schlecht, ist er tot? Zweiter ist tot, das ist noch schlechter. Ja gut, ja, es ist ein... Ja, das ist scheiße, solche Räume zu verteidigen, wenn man dann wirklich zu viert ist. Denn fünfter Operator, das bedeutet ja auch immer 2 Reinforcements mehr. Bist du behindert? Der hinter dir. Was war das denn? All friendlies were eliminated. Ja. Scheiße. Und so steht es wieder Gleichstand. Gottverdammte Scheiße. Ja, wie machen wir es? Wie machen wir es? Definitiv nicht mehr Hibana. Hibana ist wirklich ein cooler Operator und damit kann man wirklich sehr coole Dinge tun. Also ich wurde schon sehr oft von einer Hibana geholt, von irgendeinem Punkt aus, wo man mich vorher nicht hätte holen können. Und deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen Blitz spielen, denn Blitz kann halt eben durch seinen Flash Shield ein bisschen alleine in die Meute. Zusammen mit einem Blackbeard könnte das eine interessante Kombi ergeben. Gut, dann schauen wir mal, wo die sich verstecken. Ich tippe auf Casino. Oder können im Casino überhaupt Bomben sein? Ich glaube schon. Was macht der denn da? Also ich gucke jetzt, ja. Oder ich werde hier fast gejammt. Ach, scheiße. Könnte Casino sein, ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir aber, okay, ist es nicht. Okay, verdammt. Ja gut, da hat mich der Puls ein ganz kleines bisschen geblendet, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, was er da oben sucht. Will wahrscheinlich ein bisschen roamen. Is it maybe a Clark Submarine Room? Mal sehen. Scheiße, komm schon. Oben ist es nicht. Die Kommunikation in diesem Team sitzt nicht. Keiner redet wirklich so richtig. Wir müssen gucken, wo die Bombe ist, sonst bringt uns das hier nicht viel. Haya. Ist es ganz oben? Is it maybe top 4? Ich wollte gerade schon sagen, ihr wollt jetzt auch nicht den Pinöppel da liegen lassen. Tja, also entweder vielleicht da oben oder vielleicht eben da unten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen in Deckung gehen und dann einfach mal meine Drohne da hochwerfen. Na, gut geworfen. Ja. Jetzt Cockpit. Ja. Drohne ist instant gejammt. Da können sie auch nur hier sein. Beziehungsweise ich habe selten einen. Ich habe seinen Namen vergessen. Ein Jammer-Typen halt gesehen, der woanders seine Jammer hinpackt. Mute, tut mir leid. So, lass mich vor, bitte. Wir werden die jetzt mal hier ein bisschen harassen. Jetzt habe ich natürlich nicht den Diffuser. Planten? You could plant, I think. Ja. Sieht gut aus. Die haben scheiße reinforced. Das meine ich mit A ist recht einfach einzugehen, sag ich mal. Nachladen, solange ich kann. Wir gehen mal langsam, aber sicher. Es ist zwar an sich scheiße, mit der Pistole langsam zurückzugehen, weil die hat nicht so die geilste Reach. Ja, sehr nice. Nice. Ja, haben wir gewonnen. Gute Runde. War das die Winning Round? Weiß ich jetzt nicht. Na gut, wir haben jetzt nicht so viel gemacht, aber das war wirklich... Boah, der hat 12 Kills. Also Wasp, der geht wirklich ab. Guter Spieler. So muss das eigentlich auch bei mir laufen, aber... Weiß nicht, ich bin immer... Ich glaube, ich bin dafür immer ein bisschen zu passiv. So, wie machen wir es? Wie kann ich diesem Team helfen? Wie kann ich diesem Team helfen? Ich denke tatsächlich, dass wir mit... Na...
Doch. Ich denke tatsächlich, dass wir einen Mute haben sollten. Und ich denke, dass wir vielleicht... Ne, das ist alles irgendwie ein bisschen scheiße. Wir nehmen mal... Komm, wir müssen kitchen. Beziehungsweise wir müssen gar nichts. Aber wenn das Team für nichts stimmt, dann sag ich, wo wir's hingehen. Wo wir's hingehen sollen, ne? Ich kann nicht mehr reden, tut mir leid. Secure the bombs. So. Das ist auf irgendeine Art und Weise hier ein bisschen Cancer, sage ich jetzt mal. Also sprich, das zu verteidigen hier ist ein Ticken schwerer. Ja, wisst ihr was, wir machen es einfach front face. Denn das Problem ist halt, wir haben hier zwei Räume. Und ich habe eine beschissene Waffe, um das Ding kaputt zu machen. Can somebody maybe make a hole? Also ich würde da nämlich jetzt ein Loch reinmachen, hätte ich die Shotgun. Aber kann ich eben nicht, weil ich nicht die Shotgun dafür habe. Does somebody have a shotgun? I think it's better to make a hole in this wall. Ja, das Team hört nicht, beziehungsweise es juckt keinen so richtig. Das ist schlecht. Ja, das wird jetzt scheiße sein, beziehungsweise das könnte schwerer sein, denn durch die Wand, die jetzt eben nicht kaputt ist, können wir eben da nicht einfach von Raum zu Raum gehen. Und es wäre echt super, wenn jetzt hier irgendjemand, der eine Shotgun hat, eben ein bisschen mal was kaputt machen. Nicht. Ja, scheiße. Ich werde zum anderen Raum laufen. Beziehungsweise, ich werde es nicht. Ich werde roamen. Nein. Zu roamen ist in diesem Fall, glaube ich, eine dumme Idee. Wir haben einen Rook hier, wir haben einen Vuziel da. Vuziel hat bisher keine wirklich gute Leistung gezeigt. Von oben. Irgendwo ist hier ein Kapital. Das hört ihr immer in diesen komischen Sounds. Weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Hört sich an wie eine Armbrust. Ja, Wusp geht wieder ab, ne? Der ist drauf. Der hat Bock unten rum, merke ich schon. So, Rook ist gekillt worden. Wo? Ich sehe keinen Grund, warum er gestorben ist. Das ist schlecht. Wahrscheinlich von oben oder so. Irgendeiner breached. Oh, scheiße. Ist da einer? Ist das eine Drohne? Ich will meine Position nicht weggeben, deswegen schieße ich jetzt gerade nicht. Ach, lass einfach A in Ruhe. Gute Idee. Ist nur 2 gegen 4. Die gehen auf B. Guter Schuss, Vuziel. Nicht wundern, wenn ich mal ein bisschen leiser bin. Das ist schlecht. A oder B? A oder B? I think it's B. B. I think it's A. B. I'm sorry. B. Tatsache. Wo ist er? Ach, scheiße. Das habe ich nicht gewusst. Ja, kacke. Haben wir verloren. So eine Scheiße. Das Match zieht sich viel zu lange, da wir eben einfach keinen fünften Mann haben. So eine Kacke. Ja, scheiße. Damit ab in die Overtime. Ach man, Alter. Das ist Kacke, dass wir keinen fünften haben. Ich bleib immer noch bei der Aussage, dass es so ganz nett ist, dass es so spannend ist. Aber es ist halt absolut scheiße, dass wir eben nicht die 2 Reinforcements extra haben. Dass wir nicht den einen Operator mehr haben, den man sonst eben hat. Ach, so eine Scheiße. Ich würde spontan behaupten, wir werden nochmal Blitz nehmen, denn... Na, wir kamen ganz gut durch. Ja, ich nehme hier den scheiß Diffuser. Ist gut. We need to locate a bomb. So, das Problem ist jetzt, dass sie sich wieder überall verstecken können. Im Sinne von, wir wissen nicht, wo sie sind.
Downstairs. So, direkt hier die, ach, scheiße. Ich wollte gerade sagen, die Bombe, sighten, aber das, aber da, ja, da wurde nichts mehr raus. Na, aber jetzt haben wir sie alle gefunden, das heißt, wir können dahin. Find's übrigens wieder lustig, hier kann man ganz gut erkennen, dass in Rainbow Six Siege die Kills quasi fast nichts wert sind. Wusp hat einfach mal fast das Doppelte an Kills wie ich und trotzdem bin ich, wenn's hochkommt, ich bin keine 50 Punkte von dem entfernt. Kann man wieder sehen, dass man halt wirklich durch Participation, also sprich vernünftiger Gadget-Use und ähnlichem, einfach wirklich Punkte reißen kann. Finde ich auch super so, weil Rainbow Six Siege ist kein Spiel, wo es um Kills geht. Sprich kein Titanfall, kein Call of Duty und sonst was. Wollte ich nur mal kurz sagen, weil da kann man, konnte man das ganz, sage ich jetzt mal, ganz gut sehen. So, wir sind unter uns. Team, ich habe den Diffuser, was habt ihr vor? Na, ich weiß nicht, was die da machen. Ich, tut mir leid, ich habe ein Schild. Es macht, ja, ich kann alleine reingehen und ja, ich könnte auch ordentlich für Damage sorgen. Aber ich denke, ich sollte zu meinem Team stoßen, denn am Ende aller Tage bin ich ein Typ mit Schild und wenn, ja, ich sollte mein Team schützen. Okay, danke. Keine Ahnung, was da gerade los war. Ohne Witz, Wusp hat richtig Bock unten rum. Geht ab, Leute. Diffuser ist sonst was. So, bevor wir jetzt aber Scheiße machen, I'm gonna check with my drone. Wir werden jetzt erstmal mit der Drohne reinchecken, auch wenn es dem Team nicht gefällt. Einer da gespottet. Was ist das denn für eine Dreckskonstruktion? Hm. One is Bomb Room A. Komm rein da. Wir müssen planten. Kann er mich schützen? Nein, kann er nicht. C4 von hinten. Ja, scheiße, Alter. So eine Kacke. Hat er uns mit seinem C4 geholt. Unangenehm. Aber es ist nur noch einer. Ich denke, mein Team hat das unter Kontrolle. Der ist genau da, wo die denken, wo er ist. Also ich würde. Seid ihr komplett kernbehindert? Wie kann man nur so kernbehindert sein wie dieses Team? Oh mein Gott, das war sowas von scheiße, Alter. Das war scheiße gespielt, aber sowas von krank scheiße. Ja, und damit geht's in die zweite Overtime-Match-Round. Läuft echt scheiße, muss ich sagen. Dieses Match ist nicht sehr gut. Ohne Witz, also wie gesagt, ich bleibe dabei, dass es geil ist, wenn es tense ist, das Match. Aber das ist doch jetzt hier ein Haufen Scheiße. Im Moment gewinnt der Gegner nämlich nicht, weil er besser ist als uns, sondern als wir, sondern einfach nur, weil, tja, wegen der zahlenmäßigen Lage. So, ich habe mir jetzt mal den guten alten Cupcarn geholt. Das heißt, wir werden ein paar Traps verteilen. Ich hoffe, die werden nicht instant kaputt gemacht. Eine machen wir nämlich hier hin. Ja, die sind sehr offensichtlich und ganz ehrlich, ich glaube, die werden kaputt gemacht. Einfach instant. Aber, ja, nee, nix. Aber das war, glaube ich, keine gute Idee von mir. Einfach diesen Raum versuchen, dann mit Cupcarn abzusichern. Das ist immer so eine Sache. Aber naja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir werden nämlich jetzt auch einfach mal experimentellerweise einfach hier eine Cupcan-Trap hinpacken. Vielleicht stolpert ja jemand da rein. Hätte ich echt nichts gegen. Und dann würde ich auch sagen, Action Phase. Wie machen wir es? Ich habe noch ein Reinforcement, das mache ich mal hier hin. Ich wünsche, ich hätte jetzt meine Shotgun dabei, denn Löcher in der Wand, das ist echt cooler taktischer Vorteil, den man eigentlich auch nutzen sollte, aber... Ach, hier ist schon wieder keiner on spot. Ja, Wusiel geht wieder ab. Der hat schon 10 Kills mehr. Ach Quatsch. Wusp meine ich, aber trotzdem, der hat 10 Kills. Meine Fresse. Also 10 Kills mehr als ich. Ich werde jetzt hier bleiben.
Das ist ein ganz einfacher Grund, dass wir irgendjemanden auf A brauchen, denn irgendwas wird immer passieren bei den Bomben. Oh, was ist, was geht mit Wusial? Der hat direkt die Bocke unten rum. Oh, die haben Fuse. Das Fenster ist offen, kann das sein? Ist es. Ach komm, wisst ihr was? Ihr könnt... Fick dich. Da hat der Wichser mal richtig schön Glück gehabt, dass die scheiß C4-Kacke zu lange gedauert hat. One is a day. Ist doch scheiße, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Leute. Haben wir schön das Leben verschwendet. Richtig geil. Er hat mir gerade wahrscheinlich gesagt, ich soll die Kamera beobachten oder was. Auf was hat er gezeigt? Keine Ahnung, aber der Diffuser ist jetzt geplantet und wenn sie jetzt gewinnen, dann haben sie auch gewonnen. Aber Wisp geht wieder ab. Oh scheiße, einer ist down und damit ist nur noch Axel Wisp am Start. Wir werden sehen, ob er das schafft. Ich hoffe es, er hat es verdient, sage ich jetzt mal. Axel Wisp hat, eigentlich auch eine ganz gute... das war ein anderer. Tut mir leid, sein Name habe ich verkackt. Axel Wisp hat bisher noch nicht so richtig was gemacht. Das ist sein erster Kill, das ist schlecht. Ja, ein Gegner noch on-spot. Ich hoffe, ich könnte ihm helfen, aber ich kann es nicht. Nichts auf den Kameras. Nein, das wird nichts. Das wird nichts. Ja, und damit ist das Match vorbei. War insgesamt, denke ich, doch ein ganz gutes Spiel. Aber das Gegnerteam war ein großer Haufen Scheiße. Also das war 5 gegen 4 und wir haben wirklich sehr gut gespielt gegen die. Wir haben ein paar Fehler gemacht und ähnliches, aber wirklich, das Gegnerteam hat richtig zu Unrecht gewonnen, denn die haben absolut scheiße gespielt. Also es kann, also wir haben da wirklich sehr solide gegengehalten. Erst recht Wisp, ein richtig guter Spieler anscheinend. Ich werde dem Ding trotzdem eine 4 geben, weil egal wie rum ich geschrien ich habe, das war ein gutes Match. Und natürlich kommt ein Downrank dafür, dass wir Dankeschön spielen. Talk about fairness, ne? Naja, das war's mit dem Gameplay. Ich bin raus.